Hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist Shinchan? Meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose 7-Tagen-Reise-Stream. Das ist ein ziemlich langer Name. Ich habe das Spiel, wie ihr seht, auf Deutsch eingestellt. Weil ich dachte, es gibt es jetzt in Deutsch. Also komm, spielen wir es jetzt auch in Deutsch. Und das Erste, was man in dem Spiel machen muss, wenn man es anmacht, also man bekommt so die Anzeige, hey, mit welchem Controller willst du spielen? Und da hast man die Auswahl eben von Controller 1, 2 oder 3. Ich habe natürlich den hier genommen, weil das so ziemlich das hier ist, was ich hier rumliegen habe. Das Seltsame ist aber, ich habe mit Controllerbedienung auf Benutzer definiert umstellen müssen, weil bestätigen, sprechen, untersuchen war auf B. Und abbrechen und zurück war auf A. Ich habe keine Ahnung, welcher besoffene Mensch gesagt hat, so. Diese uralte Konvention, dass A bestätigen und interagieren ist und das B abbrechen und zurück ist, die werden wir jetzt umwerfen. Ich hatte vorhin, als ich das eingestellt habe, damit das wieder richtig ist, hatte ich so den Knoten im Kopf, weil natürlich ich hier immer noch, obwohl ich schon eingestellt war, musste ich immer noch mit der alten Controllersteuerung das bestätigen, dass ich das wirklich so haben wollte. Das war mühsam. Das war sehr, sehr mühsam, weil ich habe echt im Kopf so einen halben Knoten gehabt, deswegen. Aber, genau, das ist so ein Ding, das ihr vielleicht am Anfang noch machen wollt, wenn ihr selber dann ein Spiel holt. Genau, wir sollten auch kurz noch den Link ändern, damit ihr den richtigen im Chat habt. Wo ist es denn? Da ist es. Genau, weil ich habe ja auch hier wieder einen Key zur Verfügung gestellt bekommen von Lurkit. Das war sehr lieb. Also mittlerweile bekomme ich auch... Ich habe herausgefunden, ich bekomme irgendwie nur die Hälfte der Keys, die ich so bekommen habe, über Keymailer. Und dabei dachte ich immer, dass es mehr ist. Aber ich bekomme weniger als die Hälfte sogar von allen Keys auf Keymailern. So, jetzt. Genau, original japanische Aussprache. Ich konnte das auch nicht einstellen, aber ich glaube, deswegen wäre es ganz gut, dass wir es Deutsch haben. In der Präfektur Saitama. So.父ちゃんがいない里帰りをしたら、じいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの1週間、 Also die Frage ist, soll ich das eigentlich jetzt laufen vorlesen? Lieber wenn ihr Voice Over ist. Versuche ich ja nicht kurz zu reden. Aber ja. Oh, kochi kochi! Tsukareta daro! Er ist wirklich Harry? Er ist wirklich einfach Harry? What the hell? Das ist aber nicht sehr japanisch, oder? Oder irre ich mich da gerade? Aber ich finde ja den Look einfach von dem Spiel schon sehr, sehr cool, weil es einfach so ein sehr, sehr true zu dem Anime, zum Original. Zwei Schäden auseinander zu filtern. Mitzi und Harry. Ja, keine Ahnung, Mitzi hätte ich jetzt noch als, ja, irgendwie als Spitzname von keine Ahnung, Mitsuki oder so. Aber Harry? Bei Harry fällt mir Harry Potter ein. Ich mag wirklich, wie sehr das einfach... Das sieht halt 1:1 wie eine Seite aus dem Manga aus. Yoyoko's
definitely der herrige Töpfer. Ich meine, es gibt ja sonst niemanden anderen. Eine wunderliche Familie? Das ist nicht so nett. なかなかだな。やりますね。の、美人の若奥様。何?私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか? Hi Linus, wenn du da bist. Jetzt. Grobe Wissen? Monitor! Ah. Dachte, das war kurz eine falsche Übersetzung, aber nein, das ist einfach nur, Shin-chan ist zu dumm. Warte, das Baby heißt Daisy? Ich dachte, es ist sein Bruder. Tonne klatschen und treten. Darfst du, geht's in Linus. Darfst du. Warte mal, das Baby von Shin-chans Familie. Ich dachte, das war auch männlich. Weil es sich ständig in irgendwelche Männer verguckt und es schwul wäre. Das war damals der Gag quasi an der Serie. Wenn du heutzutage drüber nachdenkst, denkst du nur so, what the fuck ist das eigentlich? Aber war das nicht damals so? Irritiere ich mich falsch? Erinnere ich mich falsch? Irritiere ich mich falsch? Ich bin schon ganz irritiert. Warte, wir müssen das nachschauen. So. Google. Gimme Google. Hier. Shin-chan. Daisy. Genau, also, dass die alle dauerhorny waren, das auf jeden Fall. Achso, Daisy ist ein... Okay, warte. Daisy Nohara ist Shin-chans kleine Schwester, die... Aha. So ein paar ähnliche Eigenschaften hat wie ihr großer Bruder Shin, in dem wir... Eine Schwäche für gut aussehende Männer. Aha. Und natürlich halt ständig irgendwie... Ah. Okay, anscheinend ist sie wirklich... Also falls irgendwer das nochmal googeln kann, ob sie nicht vielleicht im Original... Also es ist ja tatsächlich schon mal passiert, dass Charaktere in japanischen Serien für die deutsche Übersetzung, vor allem wenn sie eine ältere Serie sind, ihr Geschlecht geändert bekommen haben. Zum Beispiel in Sailor Moon. Da gab es mehrere Charaktere, die tatsächlich... Da haben sie eher in Kauf genommen, dass sie in ihrer Menschenform männlich und in ihrer Sailor-Form tatsächlich weiblich sind. Dass sie tatsächlich diese Verwandlung von männlich zu weiblich zu weiblich zu männlich und immer hin und her machen. Anstatt dass sie sagen, nein, sie ist tatsächlich weiblich und lesbisch. Weil so konnten sie noch sagen, ja, also sie ist ja eigentlich ein Mann und dann sind die so zusammengekommen und dann ne, Mann und Frau und dann sind wir alles wieder hier in unserem guten deutschen Weltbild und alles ist okay. Und ja, aber sie verwandelt sich halt in eine Frau, weil das ist Magie. Und das ist dann aber okay, aber sie ist eigentlich ein Mann und deswegen darf sie auch mit der Freundin da zusammen sein. Das war anscheinend den Leuten damals lieber, was man heutzutage auch überlegt. So, ich glaube, gefühlt würde das heute mehr Aufruhr für sorgen, dass sie quasi ja Dauer-Transitioning macht, als dass sie lesbisch ist. Ganz genau, Neptun und Uranus. Neptun, die ja ganze Zeit weiblich sein durfte und Neptun, nee, Uranus, die in der deutschen Übersetzung von männlich in ihrer Menschenform zu weiblich in ihre Sailorform wechselt und im japanischen Original ist es einfach ein Mädel, das halt gesagt so, fuck this Bullshit, ich zieh mich halt männlich an, weil ich hab Spaß daran. Steht mir besser. Genau, und die Starlights waren, glaube ich, ähnlich gestrickt. Nein, die waren... Weil die waren, glaube ich, im japanischen Original... Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es Männer waren, die sich in Frauen verwandelt haben. Also tatsächlich dann. Und im Deutschen waren sie, glaube ich, nur Crossdressings. Also Crossdresser, die einfach eine Boyband gecrossdressed hat, weil
sie waren ja auf der Suche nach ihrer Prinzessin. Und als Boyband findest du ja Frauen als Girlband. Ich meine, findest du schon Frauen. Halt potenziell andere. Mhm. Alles ganz, ganz absurd. Und ich dachte, das war auch einer dieser Unsinnssachen, die sie dann jetzt hier gemacht haben bei Shin-Chan. Dass irgendwie der kleine Bruder eben... Ich dachte, der war schwul. Ich dachte, es wurde irgendwo gesagt. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch interpretiert. Ja. Ja, aber Möbelfest, das war halt damals, ne? Sailor Moon. In zur Zeit, wo Heidi lief. Auch witzig, Heidi ist ein Anime. Das ist komplett weird. Ach so, stimmt. Und die... Ich glaube, die erste Gegnerriege, die ja nach irgendwelchen Steinen benannt wurden oder nach irgendwelchen Kristallen. Ich glaube... Oh, da weiß ich gerade gar nicht mehr, ob sie alle wirklich männlich waren und ob nicht manche tatsächlich eigentlich im Original auch tatsächlich schwul waren. Und im Deutschen war wieder alles natürlich sauber auseinandergefädelt, damit... In der deutschen Übersetzung mit Klobürsten obsessed. Was? Klobürsten? The hell? Klobürsten. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Hm? でもただなら。うん。オッケー。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で。古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋であり、ロマンです。 では記念撮影を。お、もう、じゃあお言葉に甘えて。はい、チーズ。<笑> 謎の男がシャッターを押すと、機械な音とともに地面から影狼が立ち上がった。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃん、何言ってんの。ははは、寝ぼけているんじゃないのか。Okay, irgendwas Mysteriöses passiert. いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、ゲマルトビルド、日記などに貼れるようシールとなって、プリントされる画期的かつ不思議なカメラ。じゃあ、 aber das Ding ist ja die Existenz von Spätzle. Würde implizieren, dass es auch ein großes Spatz gibt. So einmal so ein großes. Ganz fantastische Erfindung. Danke, danke, Falke. Dir auch. So. Mata waga hai no hatsumei no subarashisa ga wakaran renchuu ni koe o kakete shimatta. Hmm. まあいい。
すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。Riechen niederkniend. Okay. Schade, dass da der Himmel sich nicht wenigstens ein bisschen bewegt. Na krass, dass noch eine Eisenbahn hinfährt. Um so eine kurze. Asso ni tsuita Noharake no menmen. Tokoro ga ekimae ga chotto shita sawagi ni natte ita no desu. Dou shitan desu ka? Dou yara koko no iseki kara hone ga mitsukatta rashii desu yo. Ja, ich glaube, es sind Zikaden. Auf jeden Fall, ja, es ist halt so ein... Eigentlich müsste es noch brennend heiß sein. Dazu dieses Geräusch. Wieder Sommer. Ich war dem letzten in der Sauna, das war genauso. Kyoryu? Ich würde doch mal Sauna gehen. Koko ni Kofun Jidai no Iseki ga aru desu. Sono, hito ga sundeta Kofun Jidai no Iseki kara Kyoryu no hone ga detan desu yo. こんにちは。お世話になります。Hara. Ja, wegen, glaub, dem Hara. Ohara gibt's ja. Genau, Ohara. Hiroshi-san, お久しぶり。Shin-chan と Hima-chan は、はじめましてだね。ふふい、ほら、しんのすけ。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん。私の子供の頃からの友達なの。いわばちくわの友。ちくわ。ちくわ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂をやっています。ちくわはないけどね。In sein Kuchen. Pflichtes Restaurant. ララコちゃん、大きくなったわね。もう中学生なんだっけ？うん、
ミサヨお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿？それはモンキー。今から雨かな。それは天気。というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキウキ。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。 Kennt ihr eigentlich noch Menschen, so, die ihr wirklich aus dem Sandkasten kennt? ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん。うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ？ケチャップじゃなくてギャップ。待て、natürlich ist er Opa, wenn er sein Vater ist und das daneben nehmen die deine Tochter. 新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか？それは簡単。うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょう。Da ist er jetzt alle am anderen Ende von der schon Runde. Ja, also ich kenne auch nur noch. Also wirklich Kontakt habe ich auch mit niemandem mehr. Aber gefühlt habe ich auch Kontakt zu vielen so ein bisschen.Ausfließen lassen, aus Versehen. So. Ein bisschen habe ich noch zum Gymnasiumszeit. Aber ich habe ja schon teilweise zu manchen Leuten aus meinem Studium keinen Kontakt mehr, was wirklich, wirklich schade ist. Auch wenn ich da wieder einen Schluss suche. Und Möwenfels kennt auch keine Person um dein Alter von, oh, deinem 6. Lebensjahr. Weil da kennst du aber Leute,die nicht in deinem Alter sind von vor deinem 6. Lebensjahr. Weil das Ding ist ja auch, ne, ursprünglich waren ja manche Menschen, also ich weiß nicht, ob ihr kleine Geschwister habt, ich habe eine kleine Schwester, die ist irgendwie 3,5 Jahre jünger als ich, und zu dem Zeitpunkt, als wir irgendwie beide halt dann so in der Schule waren, waren so Menschen in ihrem Alter, waren halt sehr viel jünger als ich, ne, wenn ich zum Beispiel 16 war und dann war sie irgendwie 13, dann waren halt auch ihre Freunde und Freundinnen irgendwie 13.Und dann war das irgendwie weird, mit denen Kontakt zu haben. Klar, wo kannte man die irgendwie, vor allem auch im Dorf, ne? Kennst du ja eh jemanden. Oder kennst halt den großen Bruder, die große Schwester. Darüber kennst du dann irgendwie den kleinen Bruder, das kleine Schwesterlein. Aber so wirklich hast du nicht viel mit denen zu tun. Genau, und mittlerweile date ich ja teilweise Menschen, die jünger sind als meine Schwester. Was auch ein bisschen seltsam ist, aber ne.Deine Eltern halt, okay. Genau, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, ich meine, manche... Das stimmt, man hätte natürlich auch die Eltern kennen können von irgendwelchen anderen Menschen. Hi, so eine Sache. Kya
ラップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞ。シロもよろしくね。ein liquider Hund. So. Oh. Okay, Pilatagebuch. Jetzt kannst du dich frei bewegen. Guck mal, ob du oben links siehst, das Ruhsymbol. Ja. Wenn du dich noch an die geheimnisvolle Kamera, die ihr am Bahnhof bekommen habt. Wäre doch eine tolle Idee, mit ihr deine Erlebnisse in einem Pilatagebuch festzuhalten. Drücke dazu auf Select. Hey! Genau. Oh Mann. Es ist... Das ist so dämlich. So. Was? Ich bin die Gutbub-Kamera. Mhm. Wir werden gleich das nochmal hier lesen müssen. Wir schreiben eine ausgeschmückte ne? Mit der Gutbub-Kamera von so einem merkwürdigen Opa gemacht worden. Natürlich. Hatte wohl jemand Hunger. Und wer war der Typ nochmal? Genau. Irgendwie hält diese vegane Butter. So, der Fett schwimmt nicht raus. Normale Butter. Oh. So, ich bin die Gutbub-Kamera. Ich bin der Navigator dieser Maschine. Übrigens, Alligatoren sind Krokodile. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich erstelle mit meiner KI 0,Nichts-Tagebucheinträge und Notizen mit Nutzer. Wenn ich für das Tagebuch zwei Texte vorschlage, wähle bitte deinen Favoriten aus. Ah ja. So. Genau, also. Ganz genau, Isabel. Ich tanze den Froh-Boogie-Woogie. Der macht mich Froh-Boogie-Woogie. So, Mali kennt anscheinend die Serie nicht. Das hier ist Shin-Chan. Das ist so ein Charakter aus einer Serie, der ist irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 7, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Und er hebt halt immer, er macht halt ständig diesen Po-Boogie-Woogie. Das heißt, er tanzt so und das auch teilweise zur Belustigung seiner kleinen Schwester, um sie zu beruhigen. Du kennst die Serie schon, aber du hast das vergessen? Okay. Ah. Lehrbuch, Erinnerungen, Hinweis. Ah. Genau. Hallo. Schön, dass du da bist. Eja, Gary Legali. Hm? Ach so, doch, das macht er ganz viel. Genau, das sind irgendwie die Ziele, die man so erreichen kann. Falls irgendwer Animal Crossing gespielt hat, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Richtung orientiert. Aber halt anders. Sagen wir anders. So, aber dann, bevor wir jetzt noch Ewigkeiten hier rumhängen, gehen wir hier mal raus. Hm. Schön, dass jetzt die Erklärung der Steuerung kommt, nachdem man sich raus aus dem Raum bewegt hat. Mhm. Hm, zeigt schon deine Ausdauer an. Ja, Energie kann sich nicht mehr bewegen. Ist einfach was Snacks. Hey! Witzig, mit B rennt er einfach vorwärts. Ja, komm, Treppe runter. Achso. Okay, wir kommen nicht an den Türknopf ran, weil wir zu klein sind. Dann wird vermutlich auch das Problem sein. Genau, das ist durchaus auch ein witziges Ding, weil das Problem von wegen, dass wir nicht an der Tür rankommen, das ist halt, es ermöglicht ganz, ganz simple Rätsel. Ah, so fick, wie komme ich da hin?
Nee, was? Für Kinderbücher, die ja ziemlich alt aussehen. Aha. Ja. Und dann Vater sehen wir glücklich aus. Heute Abend kannst du wieder baden. Die Waschmaschine liegt ein Haufen Kleiderbügel. Mit diesen Leuten reden? Nee. Doch. Wir waren früher sonst zu Hause, aber das muss aber keiner wissen. Sondern das böse Abendessen gibt, da kannst du lange noch spielen. Bleib in der Nähe. Bleib in der Nähe. Ja, komm. Du fängst Insekten. Kannst mit RB das fangen, das auch. Insektblitzer, oder so, wie dass du diese Art noch nicht wieder gefangen hast. Mhm. Die Animation dazu. Käferli. Okay, Zikade. Das ist kurz was durchgeflogen. Angst. Das ist ein bisschen absurd, wie schnell wir hier alle möglichen Viecher fangen können. Hohe Weißling, eine Schwebfliege. Und den Tigerkäfer. So. Werd hier. Vielleicht gibt es hier über 1000. Ja, das wäre. So, lassen wir jetzt hier lang. Die Kamera ändert sich ständig. Ja, furchtbar. Hier vorbei. Wir fahren los. もう夕方、どうやらし。いただきます。Und ja, mir fällt, ich würde gerade auch gerne bekocht werden. Guten Appetit. いただきます。Es ist schön, mit Freunden zusammen zu essen. Kann mir jemand die Soße, Sojasauce geben?
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声かけた。野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。うん。隣の住人青山畑が子供たちに本を読み聞かせているのです。Nein, da hinten ist ein Insekt. Ich will es fangen. さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？Ah ja, und zwar, was, wo, ich habe mal ein bisschen über Spiel von, schon gelesen gehabt. Was witzig ist, viele von den Kindern, also die Kinder und so, sehen alle aus wie irgendwie Kinder aus der Stadt. Also ich irgendwie wundert so, wait, die kennt man doch schon. Aber warum lernen die sich hier gerade kennen? Mensch, der die Geschichte geschrieben hat, hat sich gedacht. Genau. Hat sich aber gedacht, so, wir nehmen einfach dieselben Kinder aus der Stadt und schieben ihre Klone woanders hin. Und das sind halt jetzt ihre Klone. Hey!覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは。僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろう。ん？私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょう。Wir verschoben es, bekommen Werbung. Ma.Ich habe heute aus Versehen die 30 Sekunden nichts gemacht. Deswegen, also hole mittlerweile wäre auch die durch für Pre-Roll-Ads. Bei deutschen Videos schlecht wird. Ja, die, weiß nicht, ganz oft sind die nicht so gut. Und die passen aber nicht zum Körper. Re?なんだか、カスカベにいるみたいだぞ。その時、しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。Ja, ist noch ähnlich, bitte. 毎晩、ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから。 Das Spiel heißt, Shin-chan.Me and the Professor on Summer Vacation, 7 Days of Something. Wie heißt das? Genau, The Endless 7 Day Journey. あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。ふんふん。体の長さは10倍以上もあるとても大きな生き物です。若い女性らしく手足を大きな花びらや美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。
Ich hoffe, wie weit wir rennen können. Warte mal, erst mal, wie viele gibt es von den Käfern? Gefühlt haben wir die jetzt auch. そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。あ、結構くるんですね。ちょっと聞いてみます。ちょっと聞いてみます。私は、auf Netflix The Gift spontan passiv mit angefangen. Ini war da und hat die Serie geschaut und ich habe halt mitzugehört. Witzig ist, der eine Voice Actor, der klingt manchmal so ein bisschen wie so ein Schweizer. Und dabei spielt die Serie halt in der Türkei. Und alles sind, ich glaube, Türken. Und ja, deswegen, also die Stimme im Original ist halt auch ganz anders. Und im Deutschen klingt es dann manchmal so wie so ein Schweizer oder so ein Österreicher, der so ein bisschen die ganzen Dinge so ein bisschen lang zieht. Das ist ein bisschen witzig, weil das ist nicht zu erwarten von einem türkischen Menschen in der Türkei, einem türkischstämmigen Menschen. Der österreichische Türken natürlich anders, die würden vermutlich so reden, aber nicht der türkische Türke. Ja. Das kannst du sehr gut. Ja. Nanda, Ichiro no ie no tonari ni isoro shiten no da? Er heißt Tom und der Nachbar ist Tim. Ore wa Jiro. Kitchen to da ramen ya wa mukanke. Was kannst du denn empfehlen, Andrea, für Serien aus Mittelalter? Dann habe ich das Gefühl, dass es Frosty geht und umfasst. Ja. Maybe cause it's true. Schön, es ist einfach, ne, es ist einfach wunderhübsch gezeichnet. Ja, der kleine Zwerg zusammen, bitte hochklettern. Das kommt auch nicht viel zu hoch. Er passt unter dem Gelände durch. Rift Jason. Ja, was ist das so für eine Serie? Leckeres Curry wäre halt auch okay. Yokoso! Die Ninja-Kekse.
Kekse? Nee, die würden auch drunter steigen. Ja, okay, warum denn? Warum Keks? Das hat mich gerade irritiert. Das 3D-Sehen ist hier ein bisschen schwierig, wie ihr vielleicht gesehen habt. Aber das wirklich ein... Schauen wir mal, Tagebuch, 7 Punkt. Der Ninja verfolgt uns. Also mal schauen. Wie viel gibt es denn hier? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 4, 48. Achso, ich hätte natürlich aber unten rechts näher schauen können. Das wäre auch legit eine Möglichkeit gewesen. Ja, 14 von 48. Okay, das heißt, wir brauchen noch 34. Ähnlich viele Fische runter. Irgendwas? Also. Hier ist was. Oh Gott, die Kamera! Oh, das ist ein Käfer, den ich haben will. Ah. Dann hast du es rausgefunden, wo es herkam? Nein, ich will nicht nach Hause. Hey, oyasumi nasai. Hallo, Hardliner, wie geht's?
oder irgendwas. Ich werde auf jeden Fall irgendwas essen. Was geht denn, Muchacho?素晴らしい今日が来た昨日の次だみんなでたいそ深呼吸ぐるりと回って1、2、の3。ではいただきます。いただきます。Schlafen. Ich hab keine Ahnung, ich habe geschlafen. Also ich habe gut geschlafen. Ich habe genug Zeit, mir das in Ruhe zu frühstücken. Aber das ist kein Problem. Ich muss ja nur ins Nachbardorf. Ich bin auch vor dem Abendessen wieder da. Wenn du zum Bahnhof gehst, wirst du bestimmt den Geruch köstlichen Currys in die Nase steigen. Nein, ich will auch köstliches Curry in der Nase. Also den Duft zumindest davon. Ich will das gleiche köstliche Curry darf bitte in meinem Magen landen. Kann gut sein, dass du dann immer Lust auf Curry hast. Dann machen wir doch heute Abend einfach direkt Curry zum Abendessen. Unsere schmeckt zwar etwas anders als das vom Laden beim Bahnhof, aber es ist trotzdem köstlich. War gestern schon am Nachmittag wieder da, aber heute werde ich wie immer nach Hause kommen. Wisst ihr, ich arbeite nämlich im Verlag hinterm Haus, immer an der Zeitung, bis es Zeit fürs Abendessen ist. Verlag hinterm Haus? Ja, genau. Das klingt voll geheimnisvoll, als wenn es eine verbotene Zeitung ist. Richtig cool. Okay, wenn du meinst. Also ruhig mal vorbeischauen, wenn du Lust hast. Und vielleicht können wir Shinchan ja heute das auch zeigen. Lalako, machst du das? Alles klar, ich führe euch ein bisschen rum, Shinchan. Ist ja nett von dir. Machen wir nach dem Frühstück, ja? Bei dem Eingang unseres Restaurants auf dich. Dann zeige ich dir heute mal, wo es lang geht, Lalako. Oh je. Le Horn-Gai. Curry in der Nase. Ja, aber Curry in der Nase ist Curry wo... auf dem weißen T-Shirt. Das wäre schlecht. Du musst uns heute ein bisschen aushelfen. Darf wieder an der Wand stehen ihre Zutaten, die wir fürs Restaurant brauchen. Also ich davon finden, würdest du wieder vorbeibringen. Ja genau, es gibt hier viel Natur, auf der wir unsere Zutaten verspielen. Zwischen Fischangeln und Wildgemüse finden. Ich werde auf der Tafel merken, was wir schon haben, sodass du jederzeit nachsehen kannst. Natürlich ein kleines Taschengeld für deine Mühe. Na, schauen wir mal. Haben. Masulax und Maria. So, ist die Frage. Wo finden wir Lachs? So, vermutlich. Hier. Und dann da. Eine sehr fantastische Frage. Da wüsste ich auch gerne die Antwort. Ich kann mal kurz vorbeischauen. Hey! Shinosuke! Die Frau da an. Naja, wir sind noch Hardliner eigentlich.
Hallo Shinosuke, da bist du ja. Hallo Schaffner. Nicht Schaffner, Chef. Langsam kannst du sie echt merken. Produziere ja Zeitungen. Mädchen da ist meine Aushilfe Yoshiko. Hast ja richtig eine tolle Kamera. Ausgeliehen bekommen. Wenn man ein Foto macht, verwandelt sich es sich in ein Bild. Hast du Lust, mit der Kamera Bilder für unsere Zeitung Kinderartikel zu machen? Kinderkanickel? Kinderkanickel? Das ist aber eine echt gute Frage. Isabel, kannst du mal bei Google fragen, was 100 Yen so als Gegenwert ist in irgendwie Euro? Damit wir mal raussagen, ne? Damit wir mal wissen. Nicht Karnickel. Artikel. Artikel sind Texte, die in der Zeitung stehen. Das ist geil. Du bist mein Reporter für unsere neue Kinderzeitung. Nenne sie Pampa-Wand-Zeitung. Wenn du tolle Artikel schreibst, kriegst du von mir ein kleines Taschengeld als Bezahlung. Was ist eine Wandzeitung? Das ist sowas wie eine kleine Zeitung. Kann ich mir von dem Taschengeld auch Schokostände kaufen? Sicher doch, wenn du genug sparst, kannst du dir alles kaufen, was du willst. 68 Cent. Danke, Möwenfels. Also auch Kinderkanickel. Sateto. 今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ、よしこ。Das heißt, sie hat ihm vorhin für die zwei Blatt Peria 10 Yen gegeben. Das sind nicht mal 7 Cent. Etwas wild. Schokosterne. Also ich habe hier kleine Ferkelchen. Oink, oink. Wie lange sie sich noch über das Treffen, über das Kennenlernen von Shin-chan freuen wird, glaube, endet vermutlich spätestens dann, wenn sie ihn in ihre Unterwäscheschublade findet. この自利品の新聞社が昔のにぎわいを取り戻すこと。もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。俺の力でできたら。お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。Concern. というわけで、しんのすけの夏休みの目標は、よしこお姉さんとデートすることになりました。でも、アルバイトのよしこお姉さんが会社の心配をするなんて、なんだか不思議な感じです。ねえ、ごめんごめん。今、新聞社の状況はこんな感じ。売り上げがひどい状況なの。最悪。助けて、しんちゃん。そう、チーレ。Definitiv immer ausgeschmückt.
kommen. Kann ich da auslesen? Nee, ne? Irgendwas finden? Lütütüt. Ich bin wieder von Pampa. Periel immer mehr von mir legen sich ein Hausgarten zu, in der Nähe von Häusern und Feldern zu finden. Wildgemüse von Pampa, Trichterfarn wächst oft auf schattigen Wiesen und an Waldwegen häufig vor dem leerstehenden Haus in der Nähe des Labors zu finden. Misona heimisch an seichten Gewässern wie Bächen und Fällen. Wird oft in der Nähe des Kirwalddamms und der alten Scheinröhre gefunden. Aha. Himbeere wächst wild in lichten Wäldern und ist ein guter Snack für Kinder. Bahnhof an einem Staudamm. Pappelpflaume wächst auf mageren Böden wie Küsten- und Mittelgebirgskämmen. Vorstraße, die zur Gipfelstation führen. Das ist cool natürlich, jetzt wissen wir nichts mehr. So. Dann noch hier die Dings da treffen. Da ist sie. というわけで、だ、アッソーの町探検ツアー、スタートです。私についておいで。Oh je, darf ich jetzt bitte nicht nachlaufen? Ah gut, ich muss ihn nicht nachlaufen, sondern wird automatisch gemacht. Dann bei der alten Festung. Das ist in der Nähe von Aqueduct. Sieh ich cool da. Aber wo kommst du eigentlich hier? Das große Kabel. Ich habe also keine. Ach, die Weberei, Ayoyama. Ayoyama, die wir gestern beim Buchlesen versucht haben, betreibt diesen Laden. Webt und färbt Tücher, die sie dann hier verkauft. Ich habe noch nie gesehen, wie das gefärbt wurde. Wie geht das? Das magst du sie am besten selbst. Ich komme direkt nebenan, ist noch ein Laden, den ich dir zeigen will. Hier ist Café und Bar, Dancing Jiro. Simon. Definitiv. Wie heißt der Betreiber des Ladens wohl? Zum tanzenden Dom, so heißt der Laden doch. Ja, also, stimmt, das ist sehr plausibel. は可愛い女の子。や、ダメダメ。オタク見慣れない顔だね。どっから来たの？アウサイタマ。だ、だかこら。ふん、ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。Ja, Mada Motto, to oboete, ne? Du kleiner Mann. Ule! Nohana Shinnosuke! 5歳! Watashi wa 18歳! Mada 18 nano ni, kono mise wo hitori de kirimori shiteru hatarakimono nano. Ja, er hat ja noch keine 100 Yen, er hat gerade mal 10.
Aber er könnte jetzt noch ein paar Blatt verkaufen von irgendeinem Scheißdreck. いわばこの町の物流を一手に担ってる状態。だから逆らわない方がいいわよ。Mit dir auch nicht, Lalaku. Warum denn? Was doch? Ein einziges. Ja, weiter. Ja, Shin-chan. Shin-no-suke! Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Mizuna viermal dabei habe. But it seems I have. ここはカレー屋の忍者カレー。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。目があった。お主、なかなかの切れ者と見た。Da ist das, ist das die Stimme von Kakashi?Oder von Geili. Ulebe! Nohara Shin-no-suke! Sessha wa Ginga ni Shinobu to kaite Ginga Shinobu. Kare-ya no Tenshu. Shikashi, sore wa yo Shinobu Kari no sugata. Ah, das ist Hanan. Sono chittai wa.銀河流忍者の末裔であるえ今時忍者なんて流行らないし誰も知らないってうんうんでも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術これが基本Naja, du Ninja, du. Ninja verrät, den haben die richtig nicht. Brauchen wir Ninja. In erster Linie ein Ninja. Hey! Shin-chou! Nani, nani?So, Karotten und Tomaten. Oh Gott.Das finde ich zu. Hm. Hat, demo, どうやら Lalaku-chan は他に用事があるようです。やっと着いた。ちか。So, jetzt muss ich aber wieder nach Hause. Ich gehe nämlich meine Lieblingssendung aus.Hi. Wieder. Den lässt er auf dich hier geschickt. Ah, cool, vielen Dank. So. Nehmen wir noch was. Yes. Naja, es ist eine Zeitung für alle.Ihn gefangen. Gut, dann nicht.
krass, die wird tatsächlich. Die sind ja aber nur von links gehalten. Ja, voll arg. Fühlt ein Gast hier irgendwo schon mal gesehen zu haben. Ich frage mich ja wo. Erst. Ach, niemand. Mutter. Mutter hast du. Bist du denn? Oya, oya. Shinnosuke wa Haisha-san ga dai kirai. Kowakute koko o toorenai. Nein, da hinten ist ein Käfer, ich will ihn haben. Oh ja. Oh ja. Oh, Käfer, komm hier. Ich habe keine wirklichen Aufgaben, ich ist einfach so ein. Ja, macht, es ist halt so ein Sommerurlaub. Und ich kann halt hier. Warte. Hier ist es, genau. In meinem Bildertagebuch was eintragen. Genau, hier hinten steht es auch drauf: maskierter Muchacho. Ich kann hier irgendwelche Dinge angeln. Oder eben Käfer fangen. Genau, zwei Tomaten finden. Also eigentlich ernten. Frag mich nur, woher. Naja. Ich schon mal tun. Und wie wird. Und wieder, ciao. Gott. Diese Steuerung. Nein, die ganze. Naja. Er weiß ja doch manchmal, sich zu beherrschen oder so ähnlich. Fischi. Ein Fischi. Kühe.
Etwas irritierend. Naja, viele Kühe machen wir. Quastenflosser. Selten Quastenflosser. Oh. Shiny. Oh, wie shiny. Mord. Nein. Und. Lass mich doch rumrennen. Sendungsreporter. In der Kanickel. Oh je, ich hoffe doch, er hat dich nicht bei der Arbeit gestört. Lake, so eine schöne, spannende Umgebung. Ja, da war mit Lake, hat man halt besser erkunden können, fand ich. Hier ist es tatsächlich, du hast tatsächlich so eine Zeit. Du musst ihn dann herstressen, das finde ich so. Das ist ein kleiner Elfer. Mhm. Aufgetragen mit seiner Kamera. Bilder, Verzeihung, er legt so an. Servus ran. Schön, dass du da bist. Die neue Pampa-Zeitung. Dam, dam, dam. So, jetzt. Das Ding ist, wir haben jetzt ein bisschen hier reingeschaut. Was es war recht kurz. Aber, ja. Würdet ihr gerne noch ein bisschen was von der Requiem sehen, also von der Plague Tale the Requiem, weil da habe ich immer noch die Challenge von der Job offen, dass ich eigentlich oder eigentlich irgendwie den Ratten schubsen oder was auch ist, ich sollte ein Upgrade bis zum Ende führen. So, da bist du. Und ja, es ist ein Shin-Chan-Spiel. Ein offizielles, lizenziertes Shin-Chan-Spiel. Wir haben auch schon irgendwen angeflirtet. Bei der Shin-Chan. Also den Dare-Drop sollte ich ja eh noch machen. Und ihr würdet dadurch dann einen Key potenziell gewinnen können. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was denn? Das ist Maximalist, genau. Genau, A Plague Tale Innocence könntet ihr. Mal nachschauen, ob das geht. Ah ja. Zufrieden. Was ich finde, das Shin-Chan-Game verwirrend gut. Es ist einfach mega chill, auch wenn es keine sonderliche Richtung hat. Ja, bisher hat es keine richtige Richtung, ne? Das ist auch noch so etwas, was mich etwas irritiert, aber es ist irgendwie auch so einfach sein. Ja, okay. Gehen halt rum und okay, war sehr gut, ja. Ich bin Curry-Laden am Bahnhof. Da war ein Typ, der fast so durchgeknallt ist wie mein Alter. Eigentlich ein ganz netter Kerl, aber halt speziell. Und das macht halt irgendwie Lust auf diese ganz spezielle
Und auf diesen ganzen speziellen Sommerabend. Hast du ja noch lange weitergespielt? Ja, habe ich noch echt Ewigkeiten weitergespielt. Und das Ding, das Ironische ist, eine halbe Stunde später oder so, nachdem ich aufgehört habe, wäre das gewesen, wo wir dann einen Airdrop geschafft hätten. Warte, liegt es woanders übernachten? Können wir uns echt die Zähne putzen? Aber wir können jetzt die Zähne putzen. Sehr gut. Gehen wir jetzt raus? Ne. Ja, ne, Lucky kommt dann einen abholen. Was? Ich hab schon gebissen, ich hab nicht gemerkt. Oh no. Aber wir hatten doch schon einen roten Platz. Da noch besser schmeckt, ja. Ein Masolachs. Ein Schlanker, bitte legen. Nee, wir gehen natürlich noch nicht schlafen. Cabbage in Baggage? Oder jemand? Bekommen hab. Ah, collect 5 Cabbage. Butterflies. Achso, genau, wir sollten öfter in dieser Form in der Gegend rennen. Coole ist, ich bin jetzt stuck in dieser Form. Dude. Also ich kann es nicht mehr drüber, weil zu witzig. Willst du es mal geben? Naja, ich arbeite gleich nebenan. Willst du dich an, mein Feierabend hier zu verbringen? Also gibt es hier den besten Saft der Stadt. Wenn du mich um diese Zeit im Supermarkt brauchst, bin ich mir einfach hier oder vor dem Laden an. Du.
Bogi. Mach ich hoch, Bogi. その鳥のような生き物には仲間がたくさんいました。毎日毎日たくさんの仲間と空を飛び、彼は遊んでいたのです。特に山の頂に吹く上昇気流を使って高い空に舞い上がり、そこから遠くの街を見ることが彼はとても好きでした。ある日、7月の強い西風を使っていつもより高く舞い上がると、遠くの地平線が少し見えました。Das ist so unnötig. Nein, aber da hinten ist dieser Käfer. An wen erinnere ich dich? Aber eine historische Person. Lala von den Teletubbies. ね、オフィス。今日から朝の体操にダラコちゃんが加わります。素晴らしい今日が来た。昨日の次だ。みんなで体操深呼吸。ぐるりと回って一。Hat Lucky eigentlich mitgemacht? Ich weiß gar nicht. Hey, Maybe, wie geht's dir? Gochisousama deshita. Gochisousama deshita. Can spell love without V.Yes, that is correct. Hi Peru, hi Luxendo, hi Sika, hi Neptune, hi Lookalike Luca. Wie geht's euch denn? Und Maybe, schön, dass ihr da seid. Wie war denn euer Abend heute? Genau, wir spielen hier gerade Shin-chan, me, the professor, on vacation, the endless something, irgendwie Sommer-Vacation oder so. The endless 7-day journey on...Genau. Also wild. Ah, ich sehe schon. Oh nein, wir haben hier gerade einen Bug. Wir kommen nicht mehr aus dieser Obugi-Bugi-Animation raus. Freundschaften wurden zerstört. Sehr richtig. Also gut, meine ich. Ich meine, das ist... Es ist genau so sieht er eigentlich aus, wenn er in der Gegend rumrennt, aber...wir haben es irgendwie ist es gebuggt worden und jetzt kann man nur noch den Po-Boogie-Woogie machen und zwar dauerhaft. Normalerweise, genau, läuft er halt normal durch die Stadt, aber ich weiß nicht, wie du ihn wieder ganz groß machen könntest. Und dann fiel mir noch eine Möglichkeit ein: Du müsstest Architekt werden. Wert Architekt, warum Architekt?Kinderkarnickel. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt welche zusammengesammelt, aber anscheinend habe ich keine gesammelt.
Genau, das ist, Peru, da hast du absolut recht. Ansonsten wäre es ja echt traurig, wenn er eigentlich Pro machen würde. Aber ja, das ist schon eine sehr kleine Stadt so. Genau, und wir sammeln hier halt so ein paar Sachen. Servus, Lookalike Luca. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns in der im Game Lab. So, das Einzige, was halt ein bisschen Mist ist, was ihr vielleicht jetzt auch gerade immer wieder seht. Achso, warte, jetzt kann ich tatsächlich nicht mehr. Okay, cool, jetzt ist das Hauptfeature tot. Eigentlich sollte ich nämlich hier meinen Käfercatcher rausholen können und hier den Käfer da unten fangen können. Aber das ist nicht mehr drin. Das ist ja Mist. Mann, dich Peru, vielen Dank für dein Vorteil und herzlich willkommen bei uns hier im Game Lab. Genau, viele Leute, die es noch nicht wissen, weil sie mich noch nicht kennen, ich bin Ultra Variety Streamer und das heißt. Ah, okay, man kann auch hier den kurzen Weg zu ihm. Bei mir gibt es ständig neue Spiele zu sehen. Heute eben Shinchans Urlaub und. Okay, das ist natürlich jetzt Mist. Ich glaube, wir müssen das Spiel wirklich wechseln, weil das ist so. Das ist ja so jetzt nicht mehr sinnvoll. Das ist ja traurig. Ein Sticker, vielen Dank auch an dich. Bester Bug. Ja, es ist ein fantastischer Bug. Ich frage mich gerade, ob er bekannt ist. Genau, also sammeln können wir immer noch. Aber unseren Kescher können wir leider nicht verwenden. Mal kurz schauen. Ja, leider. Nein. Leider braucht er andere Sachen, als wir haben. Und noch kurz beim. Oh Gott. Es ist so unkontrollierbar mit dieser Kamera. Fahren abgeben. Yes, nice. Oh Gott. Genau, also. Dadurch, dass sich die Kamera ständig dreht, müssen wir aber auch wirklich die ganze Zeit schauen. Ob die jetzt auch in die Richtung weitergeht, wo wir herkamen, oder ob sie jetzt einen Unsinn macht und halt die Perspektive so dreht, dass wir, ja. Ah, hier. Ja, blöd, wenn wir jetzt noch irgendwie Karotten und Kartoffeln finden würden, finden wir die einfach in der Küche. Zu witzig. Oder wir schicken jetzt nochmal aufs Klo. Ach, ein Mitglied fliegt mit dem Clip davon. Oh nein, wir haben es. Ich dachte ja schon, wir haben es gefixt, aber nein. Also hier nochmal, ne? Hier ist der Controller. Ich drücke keine Taste. Es ist der Dauer-Po-Boogie-Woogie. Der macht uns froh, Boogie-Woogie. Und dann zoomen wir jetzt hier mit diesem Arsch durch das Dorf durch. Nein. Guck mal so. Wenigstens sind wir jetzt sehr schnell müde dadurch. Aber ich glaube, das wird auch jetzt nicht helfen. Und 3, 2, 1. Das ist so dämlich. Der kennt Dashin-Mode. Ja. I'm Kardashian through the snow. With a one horse open sleigh. With my button open sight. Laughing all the way. Oh, wait. Was ist das für ein Tor? Boah, da können wir angeln wenigstens. Können wir nichts angeln. So. Nein, verdammt zu früh. Nein, komm wieder her. Fisch, Fisch, Fisch.
Ups. Du, ah, jetzt aber. Ich möchte es. Schon wieder Rupuk langs. Sehr gut. Da musst du dir mal vorstellen, du wärst ein Lachs und du merkst einfach, dass du jetzt in der Tasche von diesem kleinen Kind bist. Und dass sich die ganze Zeit nur als Arsch durch die... durch das Dorf bewegt. Ich weiß nicht, ich fände das, glaube ich, frustrierend. Von so einem Rotzlöffel gefangen werden. Wenn Fische Egos haben, dann kann das nicht gut für das Ego vom Fisch sein. Möwenfels, vielen Dank für diesen Clip. Asking, well. Asking is free. Aber genau. Ich meine, es ist jetzt halt broken. Wir können nichts mehr machen. Wir werden jetzt noch den Tag speichern. Und, genau. Und dann werden wir jetzt noch kurz das Spiel wechseln, weil ich meine, das ist halt just broken. Wir können jetzt hier nicht mehr weiterspielen. Aber rein prinzipiell ist es halt ein super gechilltes Spiel. Wir sammeln hier irgendwie Käfer, wir fangen Fische, wir machen Bilder von unser Summer Vacation Buch, ne? So ein Urlaubsbuch. Shinchen ist ja 5. Leider noch ein bisschen wenig Interaktion mit Daisy. Das ist ein bisschen schade. Wer kriegt man so viel was mit? Aber ja. Ja du, der wird Arschmuskeln des Todes haben. Muss dir mal vorstellen, das kleine Kind rennt jetzt die ganze Zeit boogie-woogiend durch das Dorf. Der wird richtig Arschmuskeln haben, so richtig Solid Stones. Ah, ja. Wie geht Klippen eigentlich? Wenn du, also in der Handy-App gibt es irgendwo, also im Stream noch unten rechts so einen Button, da kannst du dann, das ist so eine Filmklappe, da kannst du dann draufklicken. Genau, dann kannst du selber auch klippen beim nächsten Mal. So, ihr Lieben, ich muss mir noch was essen suchen gehen, danach vermutlich schlafen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Dann Neptun. Lass dir schmecken, wie auch, was auch immer du findest. Ich werde mir nachher auch noch irgendwie Abendbrot zu Gemüte führen. Und dann... Ah, oben rechts ist es auf dem Handy. Okay, dann sorry. Dann ist es oben rechts. Und Neptun, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns im Game Lab. So, genau. Genau, wir werden jetzt aber noch kurz uns noch eine Dreiviertelstunde irgendwie Plague Tale Requiem anschauen, weil ich hatte davon hatte ich ja den Key für das Spiel bekommen und mich darauf eingelassen, einen Job zu versuchen, so damit ihr einen Key zu bekommen, gewinnen könnt. Und zwar ist es diesmal dann ein Plague Tale Innocence, der erste Teil davon. Falls ihr also den zweiten Teil noch nicht gespielt habt und den ersten Teil auch noch nicht gespielt habt, genau wie ich, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr da kurz noch dran bleibt, oder ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert, ich weiß nicht nämlich, wie es ist, vielleicht auch schon ein bisschen später. Genau, ich werde euch im Discord informieren. Sagen wir es so, ich werde euch im Discord informieren und da gibt es dann auch die Giveaway-Rolle. Das heißt, falls ihr euch die holt, dann kriegt ihr einen Tag dazu. Ja. Black Tail ist richtig strong. Richtig, richtig arg. Also, ich habe den zweiten Teil erst angefangen. Den ersten Teil habe ich leider gar nicht gespielt, weil ich total vergessen habe, dass ich den hatte. Und ja. Okay, ist eine Brise. Okay, wir gehen jetzt anscheinend abends spazieren noch. Großer Mensch. Eine Brise. Ah, ein Riese. Ah, ja. Das war's. Das Stern am Himmel gesehen. Kasokabe sieht man selten Stern am Himmel. Oh nein. Okay, vielleicht wird das Spiel doch etwas absurder. Das ist ein Dino. Peru, dann wirst du den zweiten Teil lieben. Er ist sehr fantastisch. Jetzt will ich aufhören. Genau jetzt höre ich auf, damit ihr alle denkt euch so, warum? Warum ist da ein Dino? Ich will es selber wissen. Dann müsst ihr euch das Spiel selber kaufen. Sorry. Genau, wir machen es genauso. Wir stoppen genau an dieser Stelle.
Vielen Dank an die Entwickler, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Genau. Das ist furchtbar gemein von mir. Aber so bin ich. Nee, Spaß, eigentlich bin ich nicht so gemein. Aber genau. Genau, also wie gesagt, wenn ihr ausruht, wenn ihr, also, das geschieht bestimmt noch alles, passiert noch bestimmt witzige Dinge. Eventuell spiele ich es auch nochmal im Discord oder so. Aber ja. Genau, über Ausrufezeichen bei findet ihr den Link. Der ist auch gedingst. Also ich krieg da nichts ab, aber wenn ihr darüber kauft, kriegen das die Leute mit, die mir den Link zur Verfügung gestellt haben oder den Key zur Verfügung gestellt haben. Und damit wird mein Ranking quasi besser, dass ich vermutlich öfter dann mal so Keys zur Verfügung gestellt bekomme, damit ihr öfter bei mir neue Spiele sehen könnt. Voll praktisch, ne? So. Ich muss Discord nächster NSFW-Stream when. Für einen NSFW-Stream gibt es noch kein Datum. Weil, ja, dafür, keine Ahnung, müsste ich wissen, was für. Also ich glaube, ich hab noch keine neuen NSFW-Streame, Spiele bekommen seit dem letzten.